Gott, der Herr. Grüß Gott. Sie wünschen, bitte? Bitte schön, hätte ich gern ein paar Strümpfe. Wolle oder Baumwolle? Nein, Damenstrümpfe, die dünnen. Gehen's, wissen Sie doch, die man mit so Strapsen festhält. Und welche Größe soll es sein? Nur, ja, so groß, oben, wie mein Kopf, bitte schön, wenn es möglich wäre. Das müsste die Größe sein. Soll ich sie einpacken? Nein, dann geht so, danke. Kostet wie viel? 2,95 Mark, genau, bitte. 2,95 Mark? Ja. Aber sehr teure Strümpfe. Ja, leider. Ach, haben wir ja. Letztes. Geld, 2,95 Mark. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Küss die Hand, Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Es war gar nicht so einfach, die vielen Scheine aufzutreiben. 15, 15, 20. Hände hoch, überall! Los, hoch, 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 aufstehen, Hände hoch! Ja, Sie auch da, aufstehen! Hören Sie nicht, aufstehen! Gehen Sie rüber, gehen Sie rüber! Hier, machen Sie Titel voll, aber schnell! Nun geht's, geht's und keine Dummheiten, wenn ich bitten darf, sonst knallt's! Ja, gleiche geht auch für Sie, Freundchen. Ja, bei mir muss alles klappen wie ein Schnürchen, sonst werde ich böse! Nun was, Tempo, Tempo, Tempo! Nichts da, nur deutsches Geld. So, nur her mit die Titte. Kommt schon. So. Herr Kassier, würden Sie Güte haben und mir bringen eine Flasche Roten, bitte schön. Nur was, ein bisschen ein Geld werden Sie doch noch übrig haben, oder? Herr Kommissar, ich kann Ihnen den Täter identifizieren. Ja? Man fragt sich doch in so einem Moment, gell, was tut der mit Damenstrümpfen? Ja, ist gut. Sieh, dann hätte ich noch was. So dicke Beine hat die Frau. Ja, das ist doch unwahrscheinlich, ja, habe ich mir gedacht. Ich erzähl's meinem Kollegen, der ist doch Fachmann. Ja. Jetzt. Hey, hallo. Ja? Sind die Herren von der Kripo? Ja. Röschl ist mein Name, das ist mein Kollege Kettwig. Ich bin der Kassier. Ich habe den Alarm ausgelöst. Mhm. Der Mann ist ein Verrückter. Einen Rotwein habe ich ihm sagen müssen. Was, ein Rotwein, ja? Heiner, was meinst du, sollen wir den Herrn einmal bedienen? Bitte. Darf ich hier tun? Ja, was machst du denn? Kleinen Moment. Scott? Ja, nun, was hab ich gesagt? Klappt alles wie ein Schnürchen. Ja, das Gott der Herr. Ja. Stasicek, Adam Stasicek. Das freut mich besonders, ja. Herr Stasicek, dass ich Sie kennengelernt habe. Mein Name ist Fröschl, von Feinkost Fröschl. Ja. Ich habe denn hier einen 72er mitgebracht, mild, blumig, würzig, von einmaligem Bouquet, wenn Sie versuchen wollen. Hört sich gut an, wird mir Vergnügen sein zu kosten. Ja, bitte, darf ich vielleicht ein bisschen rein? So, wenn Sie hier vielleicht mal versuchen wollten. Ja, bitte schön. Danke. Wasserpistole da. Was? Wasserpistole. Bitte schön, Herr Fröschl. Ja. Geld hier dürfen Sie haben. Für außergewöhnliche Freundlichkeit von Ihnen, junger Mann. Ja. Wohl sein, Herrschaften. Wohl zum Wohl. 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 Dann nehmen Sie das. Ja. Machen Sie ruhig weiter. Ich komme dann noch mal zu Ihnen. Ja? Um mir ging er jetzt, ne? Ja, aber mein Wein. Ja, das, der, den schickt man auch. Das haben wir genügend. Bei uns ist viel gemütlich. Ja, ja. Bitte schön. Da. So. Ist nicht sehr freundlich von Ihnen, Herr Kommissar, dass Sie mir Wein verweigern. Mhm.
Herr Stasicek, jetzt hören Sie mir endlich mal zu. Bitte schön, tue ich doch ganze Zeit immer. Ja, ja. Was ich von Ihnen wissen will, wie sind Sie bloß auf die Idee gekommen, in eine Bank einzudringen, die Pistole zu ziehen? Das ist ja großartig. Die Pistole zu ziehen und harmlose Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Herr Kommissar, ja, bin ich alter Mann. Zeigt sich mir Leben bloß noch von Schattenseite. Ach. Ja, hab ich doch nur, hab ich mir das doch nur ein ganz kleines Vergnügen machen wollen. So, ja. Danke Ihnen. So, Herr Stasicek. Sie wollten sich also nur einen kleinen Spaß erlauben. Ja. Wir waren da dran. Die Bank da. Jetzt reden wir zwei einmal miteinander. Als du die Bank betreten hast, da wechselt ein Herr, angeblich ein Konsul aus Ecuador, 100.000 D-Mark in Sucre um. Die waren bereitgelegen, weil er ein paar Tage vorher angerufen hat. Du, was ist denn Sucre? Sucre, das ist die Landeswährung von Ecuador. Ah, ja. Jetzt kommt aber der Clou. Die 100.000 Mark waren falsch. Das Ganze war ein abgekartetes Spiel. Ja. Weil, nachdem der Kassier angefangen hat, die D-Mark auf ihre Echtheit zu überprüfen, kommt der Herr Stasicek und lässt die Puppen tanzen. Und wie dann alles vorbei war, hat natürlich der Kassier anstandslos die Sucre diesem spanischen Konsul ausbezahlt. Und von all dem willst du keine Ahnung haben. Eines mir nicht vergönnt, diesen Herrn zu kennen. Ja, das bringen wir schon noch raus. Gott sei Dank haben wir eine perfekte Beschreibung von dem spanischen Herrn. Circa 1,85 groß, schlank, dunkles, gewelltes Haar, dunkler Schnurrbart, etwa 37 Jahre alt, spricht absolut akzentfreies Deutsch. Tut mir leid, Herr Fröschel, dass ich Ihnen nicht dienlich sein kann. Ist mir genauso peinlich wie Ihnen. Ja, Freilich, was glauben Sie, wie es mir peinlich ist, so einem harmlosen alten Mann nachzuweisen, dass er ein ganzer ausgefuchster Gauner ist? Ja, was ist denn? Es hat doch da mal einen Mann gegeben, der mir vor jeder Vernehmung die Hand geküsst hat. Ja, richtig. Unser alter Freund Gaetano de Gomez Ibanez. Richtig. Frau Händler, Sie sind ein Schatz. Na ja, einen schönen Mann vergisst man halt nicht so leicht. Aha. Mein Name ist Kettwig, Kriminalpolizei. Ich möchte zu Herrn Gomez Ibanez. Senor hat mich nicht davon unterrichtet, dass er Sie erwartet. Oh, dann hat er es wahrscheinlich vergessen. Gestatten Sie. Senor, dieser Herr, möchte Sie sprechen, er ist von der Kriminalpolizei. Ach, Herr Kettwig. Ich freue mich, Sie zu sehen, mein lieber Kettwig. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Der alte Ehrgeiz. Ich möchte Sie zu gern hinter Schloss und Riegel sehen. Ich sehe, Ihre Gewohnheiten haben sich nicht geändert. Zwei Bourbon, Berthold. Einmal viel Soda, einmal on the rocks, richtig? Ja, richtig. Sehr wohl, Senor. Nun, welche Schandtat habe ich diesmal begangen? Konzessionen für imaginäre Badestrände in Afrika, Grundstücksbetrügereien in Brasilien, Verkauf von Indianerreservaten mitsamt dem Viehbestand? Gut, gemessen daran handelt es sich diesmal eigentlich mehr um eine Lappalie. Sie machen mich neugierig. Bitte. Dankeschön. Ich frage mich nur, warum Sie dafür ein so hohes Risiko eingegangen sind. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Nun, ich rede von einem Tauschgeschäft. 100.000 falsche D-Mark gegen echte Sucre. So geschehen heute Morgen gegen 10 bei einer Privatbank in der Theodor-Lindenstraße. Übrigens, hübschen Titel haben Sie sich ja dazu gelegt. Konsul. Bitte sehr. Dankeschön. Salute. Leider war ich um 10 Uhr in keiner Bank. Das ist ja klar. Sie haben doch ein Alibi. Ja, unglücklicherweise für Sie. Eine Verabredung mit einem Geschäftsfreund, Sie verstehen. Das verstehe ich. Verzeihen Sie, handelt es sich da vielleicht um ein Etablissement, ausschließlich bestückt mit Jungfrauen? Das lachen wir Ihnen auch begehen, Herr Konsul. Herr Stasicek, es ist doch so. Was ich Ihnen begreiflich machen will, die kleinen Leute, so wie Sie, die sind doch die Dummen. Die müssen den Kopf hinhalten. Genau, aber die Großen, die das große Geld einheimsen, die laufen frei rum. Ja, 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 ist das eine ganz große Ungerechtigkeit, ist das. Na, siehst du, wir verstehen uns doch blendend. So. Und da wir alle diese Ungerechtigkeiten beseitigen wollen, müssen wir doch zuerst einmal den Mann schnappen, der eigentlich für die ganze Sache verantwortlich ist, nicht? Ihren Auftraggeber. Ja, aber habe ich doch überhaupt keinen Auftraggeber. Habe ich Ihnen schon an Anfang gesagt. Na ja, Schaufzeiten, wo sind wir denn? Ja, jetzt reicht's wirklich. Sie können gehen, Herr Stasicek.
Aber halten Sie sich jederzeit in Ihrem ledigen Heim zu unserer Verfügung. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie uns zum Narren halten können. Haben Sie mich verstanden? Ja, natürlich, Herr Kommissar. Und bitte schön, tut mir wirklich schrecklich leid. Machen Sie das hier raus. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Schaub. Da passiert was. Los jetzt! Sie fix, der hat ja Faustbeck hinter dir an. An dem müssen wir dranbleiben. Ist schon gut, Frau Händler, es ist nichts passiert. Auf jeden Fall werden wir ihn beschatten lassen. Der muss ja irgendwann mit dem Gomez Ibanez mal Verbindung aufnehmen. Ja, Kettwig, Einsatzzentrale. Heinerle, lass den Krampf. Was denn? Mir ist gerade was Besseres eingefallen. Ja? Ach so. Stasi, da dreh doch nicht so. Der wart halt auf mich. Hab ich keine Zeit, Freund, glaub mir. Was? Keine Zeit? Da lach her. Da schau her, das ist für dich. Aber geh, Stasi. Zeit ist das Einzige, was unser Eins immer im Überfluss hat. Also von der Seite aus betrachtet, sind wir doch sozusagen privilegiert. Ja, hast ja recht, Mitterchen. Aber muss ich jetzt Karotten kaufen für Hasen von Freund von mir? Muss ich füttern? Kann ich die jetzt wirklich nicht gebrauchen? Dann geh weiter. Einen guten Kumpel kann man immer brauchen. Na, und ich bin doch dein Kumpel, oder nicht? Ja. Also auf mich kannst du dich immer verlassen. Jesus Maria. Der Herr Warninger. Geht, dann schaust du Teenager. Ist aber sehr wenig für 5 Mark, bitteschön. Dann geh du halt noch ein paar. Nein, sei nicht ganz so sparsam. So, jetzt ist genug. Ja, so, gut, Ziel. So, danke schön. Weißt du was, Stasi? Ich helfe dir jetzt beim Hasenfutter und nachher machen wir uns einen pfundigen Abend. Bitte schön, Wassel, warum lassen Sie mich nicht in Frieden? Aber geht, das ist doch ganz einfach. Ohne Freundschaft ist doch der Mensch nichts wert. Nein. Und ich mag dich heute mal. Du bist ein nobler Charakter. Ja. Verstehst? Ja. Und nun, meine Herren, kommen wir zur Sache. Ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ist das der Konsens? Was ist denn, verdammt nochmal? Ich sag's ja immer, auf die Technik ist halt kein Verlass. Oh ja, komm zu mir, mein großer, starker Geliebter. Ja, was ist denn das? Ja, da leckst du mich. Na, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, das ist mir so rausgerutscht. Ja, gibt's denn das auch? Da sind wir in eine richtige Orgie reingekommen. Ja, da kommt ja wohl nichts mehr. Naja, Moment einmal. Nein, wir fahren jetzt. Ja, wenn aber doch noch Hauser, was kommt. Ruhe, wir fahren. Aber Stasi, so glauben wir es doch. Na, du brauchst sie doch bloß anschauen, die Bürohengste. Den ganzen Tag wühlen sie in ihre Akten rum, bis ihnen das Hirn ausläuft. Na, und was haben sie davon? Nichts. Das ist doch kein Leben. Ein langsamer Selbstmord ist das. Hast du recht, Freund. Es ist kein Leben mehr in Deutschland. Glück. Glück liegt nur noch in Immigration. Geh, Stasi, sei doch ein bisschen lustig. Ja. Magst du noch was trinken? Mhm. Alles leer. Aber ich hab schon noch was. Stasi, eiserne Reserve. Was sagst du denn zu meiner Braut? Ja. Was? Du bist mir eine saure Spezi. Du vertragst dir nichts. Also, ich will meinen Kanal voll hab, verstehst? Dann komm ich erst richtig in Fahrt. Hey, Stasi. Das ist aber interessant.
Also so geht das nicht weiter, meine Herren. Wir haben weder die Zeit noch die Kapazitäten, ewig in diesem Fall zu observieren. Immerhin hat sich herausgestellt, dass der Stasicek, das Unschuldslamm, nach Ecuador auswandern will. So, das hat er Ihnen gesagt. Nein, aber ein guter Freund von mir hat's rausgebracht. Ja, Wanninger. Wieso kann der nicht wie jeder normale Mensch, wenn er in Rente ist, endlich Ruhe geben? Ja, aber der Erfolg heiligt doch die Mittel, Herr Steiner. Nicht immer, Herr Fröschel. Ah ja, ein paar Mal war's schon der Fall. Nicht immer. Dem kannst du auch nichts recht machen. Herein. Grüß Gott. Ach, Herr Wanninger, grüß Gott. Komm mal rein, er ist gerade raus. Also, die Sauferei mit dem Stasicek, die geben mir jetzt langsam die Leber. Das hält für nimmer lang aus. Das glaube ich. Der hinterfotzige Bruder, der hat was vor. Ihr müsst ihm jetzt einmal ein richtiges Feuer unter den Hintern machen. Weißt du nicht, wie grauslich letzte Nacht war? Oh. Stinkende Schlafsaal. Ist Gift für meine Bronchitis. Aber mache ich das nicht mehr lange mit. Jesus, Sachen gibt's. Das darf doch nicht wahr sein. Du, da hat der Präsident von Ecuador aus Liebe die ganze Währung umstellen lassen. Was? Ja, hör mal zu. Der Präsident Lichterloh entbrannt für die blutjunge Schönheit aus dem Volke, ließ sich die Hochzeitsnacht etwas kosten. Ja. In Tag- und Nachtschicht lieferten die Münzen neue Sucrescheine mit dem Porträt der Gattin. Was? Ab morgen sind die alten Geldscheine ungültig geworden. Wenn man die hübsche junge Braut betrachtet, bleibt zu wünschen, dass die neue Ehe glücklicher verlaufen und einige Zeit halten wird. Da schaut er so. Na? Ja, aber so ein recht verliebter Gockel ist, gell? Und noch dazu mit südamerikanischem Temperament. Ja, das ist schon was ganz anderes wie bei uns in Bayern. Kann ich einfach nicht glauben, Freund. Ganze Geld auf einmal, über Nacht, aber ungültig. Aber Stasi, du hast ja keine Ahnung von der Weltpolitik. Ja? Ja, hab ich verstanden. Hm? Der Wanninger. Ah. Ja, ist gut. Ja, ja. Prima. Wiedersehen. Ja, was ist? Er hat angebissen. Nein. Jetzt werden wir ihm die letzten Zähne ziehen, unserem Unschuldslamm. Komm mit. Er ist eben an mir vorbeigekommen. Bewegt sich in vermutete Richtung. Ja, danke. Verstanden. Jetzt muss ich gleich kommen. Na, das läuft ja prima. Ja, diesmal kriege ich den feinen Herrn, das schwöre ich dir. Hoffentlich. Funktioniert denn das nicht? Weil so Klump ist. Das letzte Mal ging's doch auch noch. Ja. Komm, packen wir's. Die erwischen wir in Flagrante. Der Hauser, Sie brauchen ja den Hinteraus. Ja. Schaut so aus, wie wenn wir die Herren bei einem wichtigen Gespräch stören. Senior Gomez Ibanez ist nicht zu Hause. Na, das wollen wir doch mal sehen. Er hat mich angewiesen, niemand während seiner Abwesenheit hereinzulassen. So, wir machen Sie aber keine Schwierigkeiten, gehen Sie aus dem Weg. Dankeschön. Toni. Nanu, Herr Kettig, schon wieder auf Jagd. Ja, und diesmal hoffe ich auf fette Beute. Dürfte ich wohl mal Ihren Koffer inspizieren? Aber natürlich gern. Er enthält lediglich die Pläne für ein Etablissement in Honolulu. Ja, ja. Übrigens, eine gute Idee von Ihnen. Vielen Dank. Verlier doch nicht die Nerven, bitteschön. Ich
Zeit nimmt, die Bertold Geld muss heute noch umgetauscht werden. Sonst war alles für die Katze. Mach's doch selber. Du hast ja auch den ganzen Plan ausgeheckt. Ich muss immer die Drecksarbeit machen. Na, meine Herren, vielleicht kann ich den Streit schlichten. Sie haben also immer die Drecksarbeit machen müssen. Moment! Stehen bleiben! Wo sind wir denn? Wo sind... Na, halt! Stehen bleiben! Heiner! Heiner! Halt! Stehen bleiben! Ja, was ist denn? Verdammt nochmal. Ja, das kannst du uns alles unten erzählen. Lassen Sie mich los, ich gebe alles zu. Ist schon gut. Er ist weg, wir müssen eine Fahndung rausgeben. Ja, gut, Sie fix, jetzt hätten wir endlich den einen, jetzt ist der andere wieder weg. Ja, wieso? Bitte, das ist dein Konsul. Aber der, komm her, komm her. Schau dann genau an, der war's. Aber. Und du, wenn du aus dem Knast rauskommst, kannst du dein Geld ja auch als Imitator verdienen, nicht? Sie haben also absichtlich den Verdacht auf mich lenken wollen, Bertold? Es tut mir leid, gnädiger Herr. Aber das war alles die Idee von dem Stasi-Check. Nun ja, Herr Kettwig, in Zeiten, wo der Diener mit dem Herrn verwechselt werden kann, darf auch ein kleiner Polizeibeamter sich mal irren. Also, sei mir nicht böse, wenn du mich fragst. Ich weiß wirklich nicht, was der Wanninger will. Ja, wirklich, der alte Fuchs ist doch längst über alle Berge. Einer, die bleiben ist doch nicht dumm. Hast denn du den alten Mann nicht am Grang backen können? Du bist gut, ich hatte ja auch überrumpelt. Ja, und warum? Weil ich auf den Konsul aufgepasst habe. Aha. Sag mal, dass du in der Bank nicht gemerkt hast, dass das der Besenrieder ist. Nee, nee, ach, du hast es sofort geahnt. Nicht geahnt. Grüß dich, Stasi. Na, haben wir dich bei der Arbeit gestört? Was machst du momentan? Ah, diesmal sind es 50er. Bin ich aber wirklich sehr enttäuscht von dir, Freund. Oh Mensch, Stasi. Es ist so vieles falsch im Leben. Da schaut's nicht an. Ja, da ist ja auch die Zeitung. Ja, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass meine selige Mutter auf dem Geldschein erscheint. Was denn? War das? Das war also auch eine Fälschung. Macht da nichts draus, Stasi. Ja, bitteschön. Bin ich halt ein alter Narr, der übermütig war, wo ich doch mein Lebtag lang mit meinen Händen ehrliche Arbeit gemacht habe. Musst halt weiterhin von Rio Bamba träumen. Da. Beschlagen hab das ganze Zeug. Das gibt's nicht hier echt. Naja, wer weiß. Vielleicht ist es gar nicht so schön da, wie ich gedacht habe. Illusionen interessieren Menschen sowieso immer mehr als Wirklichkeit.